Vor dem ersten Treffen mit Putin hat US-Präsident Trump die Politik Moskaus scharf kritisiert. Bei seinem Besuch in Polen sagte er, Amerika will den Frieden und die Sicherheit in Mittel- und Osteuropa pflegen. Unsere Zusammenarbeit mit Polen ist eine Antwort auf die russischen Aktivitäten und das destabilisierende Verhalten. Und wir sind dankbar für das Exempel, das Polen für jedes Mitglied der NATO-Allianz statuiert hat, eine der wenigen Nationen, die ihren finanziellen Verpflichtungen tatsächlich nachkommt. Trump und Putin treffen am Freitag beim G20-Treffen in Hamburg aufeinander. Die Begegnung wird unter anderem wegen der Ermittlungen in den USA, wegen eventueller Absprachen zwischen Russland und Trumps Umfeld mit Spannung erwartet.